Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei Sportdeutschland TV am zweiten Spieltag des 32. Internationalen Sparkassencups in der Merzier Tietzparkhalle. Gestern war schon ein sehr ereignisreicher Tag, viele Überraschungen, aber auch bekannte Ergebnisse. Gleich geht's weiter mit dem ersten Spiel des zweiten Turniertages zwischen der Nationalmannschaft Island und der Niederlande. Im Anschluss folgt dann in der Gruppe B das nächste Spiel zwischen dem Team des HV Saar und Dänemark. Seien Sie hier dabei bei Sportdeutschland TV und wir freuen uns auf packende und spannende Spiele. Bis dann, euer Jan.